das Symbol Hambach und ein Ziel. Ich bin gespalten, so wie unsere Bewegung. Ist es gut, Kompromisse mit den staatstragenden Instanzen zu schließen? Oder sollten wir durchziehen, zivilen Widerstand leisten, wo es nur geht? Gibt es einen dritten Weg? Das Hambacher Fest hat uns diese Problematik klar vor Augen gestellt. Dementsprechend ist auch das Echo in den alternativen Medien. Jeder hat eine Meinung, auch wenn er nicht alle Fakten hat. Ich habe sicherlich auch nicht alle Fakten. Deshalb möchte ich der Sache etwas allgemeiner nachgehen und schauen, was zumindest ich für einen Schluss daraus ziehen kann. Ob der geneigte Leser mir folgen will, bleibt ihm überlassen. Was spricht dafür, einen Kompromiss, wie er am Hambacher Fest geschlossen worden ist, einzugehen? Hambach hat Eindruck gemacht, hat uns Bilder gebracht, die bis nach Irland und sicher noch weiter im Netz herumgingen und zeigen, wie kraftvoll unsere Bewegung ist. Bei der Demomüdigkeit, die gerade herrscht, und der Strecke, die zu bewältigen war, war das eine stattliche Anzahl Menschen, die da auf den Beinen war. Hambach hat Mut gemacht, den vielen Menschen, die nicht dabei waren, so viele Gleichgesinnte für unsere Sache zu sehen. Hambach hat gut getan, wohl den meisten, die dabei waren. So habe ich die Stimmung empfunden. Hambach hat den Zusammenhalt gestärkt. Wie jeder gute Schul- oder Betriebsausflug, auf Neudeutsch Teambuilding, selbst wenn es etwas zu meckern gibt. Hambach hat den Polizisten gezeigt, wir lassen mit uns reden. Wir sind nicht die sturen, dogmatischen Undemokraten, wie die auf dem Schloss, oder gar gewaltbereit, wie die davor. Wir sind normale Bürger mit Manieren. Hambach hat bewiesen, wir gewinnen, wenn wir widersprechen, denn der Aufzug fand statt. Hambach hat offensichtlich gemacht, der Ruf nach Demokratie ist bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft nur noch eine leere Floskel. Gerade bei denen, die angeblich das Erbe unserer Vorkämpfer im 19. Jahrhundert waren, wie die Stiftung Hambacher Schloss und die Stadt Neustadt, offensichtlich gemacht, was das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit noch wert ist. Was spricht dagegen? Hambach hat der Stadt Neustadt bestätigt, dass sie durchkommt, dass wir doch zurückweichen, wenn Verbote durch die Hintertür kommen und dass wir uns aufteilen lassen. Hambach hat all unseren politischen Gegnern gezeigt, dass organisatorische Köpfe unserer Bewegung sich austricksen lassen. Hambach hat die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss damit durchkommen lassen, sich mit einer radikalen und ausdrücklich gewaltbereiten Minderheit gesetzeswidrig gemein zu machen. Die Antifa-Dekoration des Schlosses und die Antifanten im Schloss beweisen es. Hambach hat den Leuten geschadet, die der unwürdigen Situation am Schloss ausgesetzt waren. Manchen körperlich durch die Hitze, manchen seelisch durch die abermalige Ohnmacht dem Staatsapparat gegenüber. Dafür konnte auch der schräge Anblick der paar Antifanten in ihrem Laufstall aus Absperrgittern nicht entschädigen. Hambach hat uns fühlen lassen, dass eine Leinwand kein echtes physisches Beisammensein ersetzt. So kann kein großartiges Gemeinschaftsgefühl entstehen, wie es 1832 der Fall war. Gehört ein bisschen etwas Verbotenes zu tun nicht gerade zu den besten Gemeinschaftserlebnissen, die man so im Leben hat? Es denke jeder mal an seine Jugend. Hambach hat uns abermals bewusst gemacht, dass wir nicht zusammenstehen. Wir lassen uns bei den geringsten Schwierigkeiten teilen. Beim Aufzug in die, die hochgingen und die, die nicht durften. Hinterher in die, die gut fanden, dass trotz allem alles durchgezogen wurde und die, die die Sache lieber abgeblasen hätten. Und selbst unter denen gab es noch verschiedene Meinungen, an welcher Stelle das hätte passieren sollen. Und wenn man etwas hinter die Kulissen schaut, hat Hambach die Binsenweisheit bestätigt, dass es überall menschelt, auch in unserer Bewegung. Animositäten, Vorlieben, Abneigungen, Launen und Ego-Trips, Besserwisserei, Dummheit, Schlauheit und Gerissenheit. Muss ich mich überhaupt entscheiden, was ich über die Abläufe von Hambach denke? Ich war nicht in der Situation mit all ihren Details und ich werde in absehbarer Zeit auch nicht in die Situation kommen, eine Veranstaltung anzumelden.
Muss ich urteilen und verurteilen? Bringen uns nicht auch die Misserfolge vorwärts und auf neue Ideen, wie sich inzwischen auch hier andeutet? Ich kann mich nicht entscheiden, auf welche Seite ich mich schlage, und ich will es nicht. Ich brauche es auch nicht. Wuwei. Akzeptieren, was ist, und weitergehen. Dazu gehört sicher, auch über eine solche Situation zu reden. Doch das darf sich nicht hinziehen, wie bei so vielen anderen Themen, bei denen wir uns gegenseitig kritisieren und damit spalten lassen. Viele von uns haben das Gefühl, die Zeit läuft uns davon, und wahrscheinlich ist das auch so. Aber ich bin überzeugt, dass wir es noch schaffen können, den Karren herumzureißen, bevor wir bis zum Hals im Dreck stecken. Wenn jeder bei seinen Leisten bleibt und die Dinge macht, die er am besten kann, und die anderen nicht allzu sehr kritisiert, sondern anregt und ermutigt, dann werden wir durchhalten, bis wir Erfolg haben. Jeder muss seinen eigenen Weg wählen, wie er darauf hinarbeitet, aber wir brauchen ein gemeinsames, positiv definiertes Ziel. Ich habe mich deswegen vor einiger Zeit entschlossen, auf etwas hinzuarbeiten, das ich für das wichtigste Ziel halte. Ein Ziel, das außerhalb der Machtsphäre dieses Staatsapparats liegt. Ein Ziel, bei dem ich nicht gegen etwas sein muss, sondern nur für etwas. Mein Ziel ist der Neuaufbau unserer Gesellschaft gemäß ihrer alten Ideale. Der Ideale der Bundesrepublik Deutschland, wie sie in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes verkörpert sind. So wie es sich die Berliner Bürgerinitiative Unsere Verfassung e.V. auf ihre Fahnen geschrieben hat. Ausgehend von Artikel 20 Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Ist Unsere Verfassung e.V. und ich mit Ihnen der Ansicht, dass wir aus unserer derzeitigen Staats- und Gesellschaftskrise nur herauskommen, wenn wir genau diese Souveränität, die uns die Parteien im Laufe der Zeit abgeluchst haben, wieder ergreifen. Das ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können, ohne etwas anderes bekämpfen zu müssen. Dieses Ziel können wir alle vertreten, ungeachtet unserer sonstigen und politischen Differenzen. Dieses Ziel legt nicht den Inhalt fest, sondern nur die Form, wie die politischen Prozesse unserer zukünftigen Gesellschaft laufen sollen. Ein republikanischer, föderaler, demokratischer, sozialer Rechtsstaat, in dem es Wahlen und nun endlich auch vollumfänglich Volksabstimmung gibt und in dem die Menschenrechte, unsere Grundrechte, Artikel 1 bis 19 Grundgesetz, wie sie es bis heute tun sollten, an erster Stelle stehen, über jeder Staatsräson. Hier sei ein kleiner Exkurs erlaubt, weil das oft missverstanden wird. Das einzelne Grundrecht muss einschränkbar sein, weil die Grundrechte oft gegeneinander stehen. Das Grundrecht des einen gegen das Grundrecht eines anderen. Die Gesamtheit der Grundrechte, die nichts anderes ist als die im Grundgesetz verkörperten allgemeinen Menschenrechte, darf nicht eingeschränkt werden. Sie muss immer an erster Stelle stehen, über jedem anderen Recht. Deshalb fängt das Grundgesetz auch mit den Grundrechten an, nicht mit unserer Staatsstruktur. Und weil das unter dem noch frischen Eindruck der Nazi-Herrschaft in unserem Grundgesetz so deutlich gemacht worden ist wie nie zuvor, deshalb ist unser Grundgesetz auch so einzigartig. Alles Weitere, wie wir unser Zusammenleben regeln wollen, können wir dann erörtern, wenn wir auch die Möglichkeit haben, den politischen Prozess zu beeinflussen. Wie wir dahin kommen, ist im Grunde ganz einfach. Über Artikel 146 Grundgesetz. Darin heißt es nämlich trotz aller Änderungen des Grundgesetzes immer noch: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Alles, was wir tun müssen, ist eine Verfassung beschließen. Und damit uns niemand vorwerfen kann, wir handeln grundgesetzwidrig, nehmen wir auch am besten unser Grundgesetz und stimmen dafür ab. Das ist schon deswegen die eleganteste Lösung, weil wohl kaum jemand in Deutschland wirklich bereit wäre, auf das Grundgesetz zugunsten einer anderen Verfassung zu verzichten. Und damit uns diese Macht nicht wieder genommen werden kann, fügen wir eine minimale Änderung ein.
die vollumfängliche Umsetzung von Volksabstimmungen. Vorgesehen seit Anfang an. Waren es zuerst die Alliierten, die nicht wollten, dass Volksabstimmungen auf Bundesebene umgesetzt werden, später die Parteien, hätte das ihre Macht doch begrenzt. Zudem ergibt es sich aus der Logik, dass ein Volk, das sich eine Verfassung gegeben hat, sich diese nicht wieder wegnehmen lassen möchte und muss. Also ist die zweite Ergänzung, dass Verfassungsänderungen nur noch durch Volksabstimmungen möglich ist. Das Völkerrecht geht damit d'accord. Nur unsere Politiker blockieren seit Jahrzehnten jeden Ansatz und jede Bestrebung, mehr direkte Demokratie einzuführen. Daher macht es keinen Sinn, weiter auf irgendein Entgegenkommen unserer Volksvertreter zu warten. Wir müssen und können das auch selbst organisieren. Das Computerzeitalter macht es möglich. Auf der Seite www.unsere-verfassung.de kann jeder wahlberechtigte Bundesbürger abstimmen, ob er möchte, dass die Bundesrepublik Deutschland diesen Weg einschlägt. Ich stimme zu. Erstens, unser Grundgesetz nach Artikel 146 Grundgesetz zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Zweitens, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Drittens, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Diese drei Fragen kann man nur gemeinsam und nicht einzeln abstimmen. Diese Volksurabstimmung findet auf einer gemäß der derzeitigen Möglichkeiten nach allen Regeln der Kunst gesicherten Webseite statt, auf die man weitergeleitet wird. Das Abstimmen ist ohne zeitliche Begrenzung möglich. Das heißt, wir können so lange Unterschriften sammeln, bis, hoffentlich, die Mehrheit der Deutschen für diesen Vorschlag gestimmt hat. Und dann haben wir unsere alte, neue Verfassung samt Volksabstimmungen. Wird das unseren Parteien und damit unserem derzeitigen Staatsapparat gefallen? Nein. Lassen wir uns deshalb davon abhalten? Auf keinen Fall. Text von Stefanie Mahl, gelesen von Diana Amann.